herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Folge Varuna, hallo? Hey Volker, die sind hier. Oh, du schon wieder, ey. Was ist denn los? Achso. Ich kann dich was verspäten. Warum? Mein Trecker, mein Johnny meinte gerade im Kreisverkehr das Gleichgewicht zu verlieren und ist auf die rechte Seite gekippt. Oh nee, ey. Ja, und bei der Polizei kriege ich auch keinen an der Strippe. Ja, was willst du mit der Polizei? Die geben dir nur wieder einen Strafzettel. Ja, aber die müssen auch den Unfall aufnehmen, oder nicht? Ja, was für ein Unfall, wenn du zu doof bist, um die Ecke zu fahren. Ich bin ganz normal 20 km durch den Kreisverkehr und auf einmal Wumms. Ja, aber du hast ja keinen Fremdschaden, oder? Nö, ist nur mein eigener Schaden. Ja, also, dann guck, dass du dich wieder hinstellst und dann geht's weiter. Ich hab schon den Razix gerade angerufen, der kommt mich mal eben aufrichten. Ja, also, dann brauchst du auch keine Polizei. Okay. Ich wollte dir nur Bescheid gesagt haben, dass ich mich ein bisschen verspäte. Ja, bei mir fährt's LU dann die Karotten weg. Ja, ich bin noch im Wald. Ja, wenn ich die Karotten bei mir verkauft habe, habe ich sowieso was Neues bei mir auf dem Hof stehen. Okay. Einen schönen LKW aus Amerika importiert. Ach, schon wieder ein LKW? Ja, wie soll ich denn sonst einen Schweinehänger ziehen? Einen Vierhänger? Kauf dir einen Deichsel. Einen Drisch, Dolly. Kostet nicht ganz so viel. Ja, schon wahr, aber ich habe irgendwie Lust auf einen amerikanischen Truck gehabt und darum habe ich mir jetzt beim Händler eingeordert. Okay, naja, jeder wie er es mag. Ja. Okay. Gut. Bis später. Bis denn mal. Du brauchst mir dann nicht mehr Bescheid geben, denke ich. Nee, glaube ich auch nicht. Okay. Bis denn. Ciao. Ciao. So, komm, rutsch dein. Ja. Perfekt, Alter, haben wir den gut gefüllt, den Anhänger. Mega. Jetzt hau ich gerade noch die zwei kleinen Stöckchen da drauf. Und dann können wir eigentlich den Wald hier räumen. Weil dann sind wir hier soweit erstmal durch. Müssten auch für Sägewerk noch ein bisschen Holz übrig haben. Nein, nicht da rein da mit dir. So ist gut. Beim Häcksler haben wir ja auch noch einiges an Holz liegen. Zwar nicht so viel, aber wird schon passen. Erstmal. So, jetzt springe ich gerade mal da hoch und verteile die noch. Jappala. Perfekt. Ah, das ist mal eine richtige Ladung Holz. Mal gucken, ob der Johnny damit überhaupt klarkommt. Der Eiche hat ja letztes Mal schon kleine Problemchen gehabt. So, Spanngürtel. So, perfekt. Das ist eine Mega-Ladung, ey. Gut. Dann fahren wir die mal ins Sägewerk. Ja, der JD, der packt das ja locker, ey. Hatte ich gar nicht erwartet, dass es so einfach ist. Gut, und dann die fahren die Karotten. Ich müsste auch noch Paletten sortieren, ey.
nehme ich noch einen Haufen Kartonpaletten bei der Kartonproduktion, Zelluloseproduktion liegen. Oh, jetzt. Jetzt kommt er an seine Grenzen. Muss ich da etwa gleich den Xerio noch davor spannen? Ah, er zieht, er zieht. Nee, packt er. Packt er. Guter JD, ey. Oh, Brennstoff fehlt. Gleich mal gucken, ob wir noch hier irgendwo Hackschnitzel rumliegen haben, die wir verfeuern können. Und Holz ist sogar noch drin. Sehr schön. Spann gerade wieder los. Alter, ging das da jetzt alles rein? 170.000 Liter. Das soll wieder für eine Weile reichen. So. 176.000. Sehr gut. Kann ich ja den doch wieder wegstellen. Aber wie gesagt, das reicht jetzt wieder eine ganze Weile. Und wir kriegen ja auch ordentlich Geld daraus. Von dem her brauchen wir jetzt erstmal keinen Wald mehr. Sind wir fertig mit den Arbeiten im Wald. Jetzt gucke ich mal gerade nach Hackschnitzeln. Aber kann ich mich da unten durchzwingen? Nee. Hüppa. 79.000 Hackschnitzel, 50.000, jawollo. Nehmen wir doch einfach mal hier den Telelader und dann fahren wir ein bisschen Hackschnitzel vor. Schaufel müsste ich ja noch irgendwo eine haben. Ah, die ist sogar dran. Ah, es sind auch noch Hackschnitzel. Kriegen die jetzt wieder nicht weg, ey. Die sind eigentlich sowieso nicht mehr zu gebrauchen, weil dreckig.
Nee. Kann ich vergessen. Okay, warte mal, dann gucken wir mal hier gerade. Es sind auch noch 17.000 Liter drin. Was Holzkohle loswerden? 2, 2, 4, 6, 7. Und hier sind noch mal 9. Also 16 Paletten hätte ich. Das geht gar nicht, warte mal. 16 Paletten, 1700. Das ist doch, wäre ein satter Gewinn. Leerpaletten haben wir halt auch noch einen Haufen, ey. Ich krieg die gerade noch nicht weg. Volker Varuna, hallo. Guten Tag, Herr Varuna, der Leon Müller vom Landhandel hier. Der Marlon hat mir gerade gesagt, dass ich zu Ihnen an den Hof fahren soll und Karotten verkaufen soll. Zum einen, haben Sie einen Anhänger da, mit dem ich das dann machen kann? Oder soll ich einen eigenen mitbringen? Sie sollten mit dem LKW insgesamt 70.000 Ladevolumen das mit Ihrem Fahrzeug machen. Jo, dann bin ich gleich da. Und wo soll ich es dann verkaufen fahren? Moment, ich muss noch mal kurz gucken. Oh, ist ja schlecht. Zum Lidl. Okay. Aber schnell, wenn es geht. Der Preis sinkt schon wieder. Ja, ich bin unterwegs. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Gut, dann läuft das auch. 70.000 kriegt man knapp. Ja, 30.000 Euro müssen wir rauskriegen. Das ist dann schon mal ein guter Grundstock für das, dass wir hinten die Halle kaufen können. Also hinten die Halle für die Bretterpalettenlager und weiß was ich was. Es läuft alles. Jetzt bin ich gerade mal überlegen, ob ich der Telelader hat halt nicht so viel Ladevolumen.
gerade den Händler anrufen. Mit was? Hallo? Ja, Volker Varuna hier, hallo. Herr Müller? Hallo. Ja? Ich bräuchte eventuell mal einen Kostenvoranschlag. Gerne. Und um was handelt sich's? Was ist denn die größte Schaufel, die Sie haben für einen Telelader? Für einen Teleskoplader. Ja. Also vom Ladevolumen her. 2640 Liter. Sicher? In der Kategorie Teleskoplader gibt es nur die Universalschaufel und sonst gibt es keine weitere. Okay, gut. Schade. Danke. Jo. Weil die habe ich schon dran. Ja, okay, sonst hätte ich noch die mit 940 Liter. Aber nee, das bringt ja nichts. Das kann ich dir nicht anbieten. Okay, gut. Danke. Jo, ciao. Tschö. Ja, zuerst wollten wir Sie auf Ihrem Hof erwischen. Ich war ja auf dem Weg, ich hatte nur einen Verkehrsunfall, ich wollte bei... Ja, Volker Varuna hier. Jo, du, was habt ihr für eine Teleskopladerschaufel, die größte? Nee, ich meine, warte mal. Das ist Jürgen wieder abgehauen, der stand gerade hier. Was gibt's denn? Angebot brauche ich. Angebot? Jo. Größte Teleskop. Ah, da schaufel. Jo. Ah, Patschi. Die hat 2640 Liter, können Sie. Seid ihr euch da sicher? Der andere hat es auch gesagt. Ich bin der Meinung, dass es da noch was Größeres gibt. Muss ich mal selber gucken hier. Vielleicht irre ich mich auch gerade wegen irgendwas. Also ich sehe hier nur... Ich dachte, wir hätten hier noch einen anderen Anbieter drin. Achso. Ne, den gibt's hier gar nicht. Achso, okay, dann habe ich mich vertan. Okay, schade, weil die habe ich selber. Ja, die 2,6. Okay, gut, dann schade. Ja, alles cool. Gut, bis dann mal. Tschüss. So, liebe Leute. Schade, ich dachte, wir hätten hier noch eine andere, eine größere Schaufel drin. Aber dann ist es halt so. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Da ist er ja.